Obdachlos in Berlin. Nach der Räumung der ehemaligen Eisfabrik an der Köpenicker Straße sind die 22 Wohnungslosen, die der türkischen Minderheit in Bulgarien angehören, bis nächsten Montag erstmal in einem Hostel untergebracht. Auf Kosten des Bezirks. Doch jetzt muss eine andere, dauerhafte Lösung her. Heute gab es ein Treffen mit den politisch Verantwortlichen des Bezirks. Das Gelände mit NATO-Stacheldraht eingezäunt, von der Polizei überwacht, bis ein Sicherheitsdienst übernimmt. Keiner kommt mehr in die baufällige Eisfabrik in der Köpenicker Straße. Die 22 Obdachlosen aus Bulgarien, die hier wohnten, haben mit ihren Unterstützern heute Termin im Weddinger Rathaus beim Sozialstadtrat von Mitte. Das Verwaltungsgericht hatte verfügt, dass der Bezirk verantwortlich ist. Die Stimmung friedlich, aber fordernd. Das Ergebnis von heute: Es bleibt für die Obdachlosen dabei. Bis zum 6.1. dürfen sie im Hostel wohnen. Die Kosten von insgesamt 3.000 Euro übernimmt bis dahin der Bezirk. Und dann? Das müssen wir gemeinsam besprechen. Es sind ja auch bereits Gespräche vereinbart, denen will ich nicht vorgreifen. Was ich aber auch heute den Betroffenen bereits gesagt habe, die Finanzierung eines Hostels wird nicht von Dauer sein. Eine Ausweiskontrolle ergab, der Bezirk Mitte ist eigentlich nur für einen Obdachlosen verantwortlich. Trotzdem will der Stadtrat human mit den Menschen umgehen. Wurde dem Bezirk die Pistole auf die Brust gesetzt? Wir fühlen uns weniger Pistole auf die Brust gesetzt als Opfer einer Nichtklärung der europäischen Sozialpolitik. Weil es ist nach wie vor völlig unklar, welche Ansprüche haben EU-Bürger und die EU-Bürgerinnen. Und das müssen dann in der Regel die Sozialbehörden vor Ort ausbaden. Das wird sich vermutlich bis Januar 2014 auch nicht ändern. Allerdings gibt es ab dem neuen Jahr für Bulgaren und Rumänen die Möglichkeit, überall in der EU zu wohnen und zu arbeiten. Da könnte es sich herumsprechen, dass bulgarische Obdachlose in Berliner Hostels untergebracht werden. Das Spannende ist tatsächlich, dass die Unterbringung in dem Hostel wenig abweicht von dem, was die Obdachlosen Unterkünfte an Geldern bekommen. Sie staunen darüber. Ich muss wirklich sagen, dass auch das eine Frage ist, die wir ruhig im politischen Raum diskutieren sollten. Also Hostels als dauerhafte Unterbringung für Obdachlose, soll das etwa die Lösung sein? Nach dem 6. Januar will sich der Sozialstadtrat wieder mit den Obdachlosen treffen, aber nicht alleine, sondern auf Landesebene.